wieder mal den Büchsenauftrag bekommen und müssen nach einer Blechbüchse suchen. Ach, so schön ist das. Wir haben frische Luft, Sonnenschein. Das ist Natur pur. So was hat wir nie auf. Was? Was ist passiert? Mich hat ein Moskito gestochen. Hey, hast du gesehen, wie groß der war? Die Blag greifen Grimms Werkstatt an. Grim, geht's dir gut? Mir geht's gut, Kleiner, aber ich mach nicht auf, bis die Luft rein ist. Halte durch, Grim. Ich mach das. Ich hab dich auf dem Holoschirm. Es rücken noch mehr Gegner an. Transporter im Anflug geortet. Kampfbots! Ich bin unten im Bunker. Ratchet! Das sieht hier aus wie im Schweinestall. Überall zerlegte Waffen und Maschinenteile. Hattest du nicht schon letzte Woche klar Schiff machen wollen? Ja, tut mir leid. Ein Projekt hat mich aufgehalten. Anfängerhandbuch für Quantenstrahlmotoren. Wirf das einfach irgendwo hin. Ich habe ein Lesezeichen. Was ist das? Spaß mit Singularitäten und anderen Katastrophen. Das habe ich nur zu Bildungszwecken. Ich treffe immer gerne einen Akademiker-Kollegen. Ich schaue mir wirklich nur die... Bilder an und mogel mich dann durch. Grim, die Luft ist rein. Kannst du aufmachen? Ratchet, was in Zonis Namen ist da gerade explodiert? Tut mir leid, Grim. Hör mal, mach mein Werkzeug bereit. Ich habe in der Wüste etwas entdeckt, das ich mir ansehen muss. Interessant. Was ist das für eine Fabrik? Das? Das ist nur eine Werkstatt. Hier habe ich schon als Kind gelebt. Komm, wir bringen dich auf Vordermann. Es ist zwar beschädigt, aber ich habe schon Schlimmeres repariert. Komm schon, vielleicht kann uns in der Stadt jemand helfen. Warte mal, ist das Raritanium? Vielleicht sollten wir erstmal unsere Waffen aufrüsten. Hier suchst du deine Waffe aus. Ich zeige dir erstmal, wie das Ganze funktioniert.
dazu brauchst du Raritanium, aber fürs Erste nehmen wir welches von mir. Dafür musst du nur eine der Zellen auswählen. Diese Dinger bilden eine Kette. Na los, füll die ganze Kette aus. Okay, jetzt noch bestätigen und der Handel ist abgeschlossen. Hey, du hast einen Geheimniskern eingekreist. Das verschafft dir einen großen Schub. Das war's auch schon. Probier's jetzt selbst mal aus. Suchst du nach Waffen? Komm in mein Büro. Also eigentlich habe ich kein Büro, aber vielleicht kriege ich eins, wenn ich Verkäufer... Nur Bar, keine Anzahlung. Tut mir leid. Thank you.
Vorsicht! Hey, was soll das ganze Gespringe? Keine Munition mehr. Diese miesen Blasen haben die Übertragung gestört. Wer wird uns jetzt retten? Oh, Hallöchen. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich war... Hey, kennen wir uns schon? Ich verspüre ein leichtes Déjà-vu. Ich glaube nicht.
Die alte Denkfabrik braucht wohl mal einen Klempner. Wie auch immer, ich habe versucht, einen Notruf an die Schutztruppen zu senden, seit Dreckstruppen aufgetaucht sind. Die gesamte Region ist voll von Blagtransportschiffen. Wir müssen dich hier wegbringen. Ja, ich kann nirgendwo hin, bis ich diesen Infobot Captain Quark übergeben habe. Wir waren auf dem Weg zu ihm, als unser Schiff getroffen wurde. Können wir einen Blick darauf werfen? Aber natürlich, stibitzt von einem der Blag-Soldaten. Bitte sehr. Oh, hallöchen. Ich bin Alonso Drake, Vorsitzender von Drake Industries. Viele von euch fragen sich bestimmt, warum marschieren 300 schwer bewaffnete Kampfbots bedrohlich zu einem Schlachtschiff der Klasse G? Die Antwort ist einfach, Freunde. Fortschritt. Vor vielen Jahren mussten wir unter die Erde wegen der Luftverschmutzung, die vielleicht angeblich, aber ganz definitiv von der Firma meines Vaters verursacht wurde. Seither betreiben wir statt Roboterbau den Planetenbau. Jetzt, da unser Projekt sich dem Abschluss nähert, müssen wir mit allen Mitteln den Zeitplan einhalten. In diesem Falle heißt das, unsere freundliche Kampfbordarmee muss jene vernichten, die uns aufhalten wollen. Die guten Neuigkeiten, die haben keine Ahnung, dass wir kommen. Also lehnt euch gemütlich und beruhigt zurück, denn ihr wisst, Drake Industries arbeitet für euch. Drake Industries arbeitet nicht für euch. Ich sehe, hast du ein paar Transportprobleme. Treffen wir uns doch bei deinem Schiff. Wir machen dich wieder fit und abflugbereit. Ist der Typ echt das Abwasserrohr runter? Naja, es sieht wie der schnellste Weg nach unten aus. Probieren wir es.